Eckball mit rechts zum Tor hin. Müller wartet mit dem 16er. Ball kommt an den ersten Posten, verlegen. Auf ein Tor für den VfB Stuttgart. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Sie rennen in die entgegengesetzte Richtung und sie jubeln und sie feiern alle. Wer war es denn nun? Wer hat das Tor gemacht? Wer hat das Tor geschossen? Ich konnte es nicht sehen, aber die Verlängerung geht an den zweiten Posten. Und dann der Schuss bzw. der Kopfball ins Tor hinein. Stand jetzt Stuttgart in der ersten Liga und Hertha in der Relegation. Du wirst nicht mehr. Alle außer sich. Ball verlängert von Endo, der so viele Chancen vergeben hat. Am zweiten Pfosten. Nein, es war Ito, der ihn verlängert. Und Endo, der so viele Chancen vergibt, macht ihn am Ende rein. Der VfB führt 2:1. Es brechen alle Dämme. Matarazzo läuft aufs Spielfeld. Mislintat läuft aufs Spielfeld. Ich kann das nicht in Worte fassen. Es ist Gänsehautatmosphäre. Ich glaube, wir sind nicht weit von dem Platzsturm entfernt, Freunde. Der nächste Befreiungsschlag. Und Robert Schröder pfeift ab. Robert Schröder pfeift ab. Der VfB bleibt in der ersten Liga. Was sind das für Emotionen? Es gibt den erwarteten Platzsturm. Der VfB gewinnt gegen Köln. Und Dortmund gewinnt gegen Hertha. Ein Wahnsinn am letzten Spieltag.